auf vier Pfoten legen los. Hallo und willkommen zu meinem kleinen Let's Play für etwas Spaß und zu meiner Übung. Drücke die A-Taste, um zu spielen. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Fellfreunde, wir haben einen neuen Einsatz. Rette Walli das Walross. Verwende den linken Stick, um zwischen den Einsätzen zu wechseln und drücke die A-Taste, um zu spielen. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Zentrale. Wir haben gerade mit Captain Tollpatsch gesprochen. Walli das Walross hat sich in einem Netz verfangen. Wir müssen ihm helfen. Der Weg ist durch Felsen versperrt. Rubble kann seinen Presslufthammer einsetzen, um den Weg freizuräumen. Sobald der Weg frei ist, kann Zuma abtauchen und das Netz zerschneiden, um Walli zu befreien. Rocky wird mit seinem Recyclingfahrzeug sicherstellen, dass Rubble durchkommt. Chase kann mit Hilfe seiner Sirene auf seinem Polizeiwagen alle fernhalten. Okay, Paw Patrol. Lasst uns Walli das Walross retten. Walli das Walross hat sich in einem Netz verfangen. Hilf Rubble, den Weg mit seinem Presslufthammer freizuräumen, damit Zuma abtauchen und das Netz zerschneiden kann, um Walli zu befreien. Rubble macht das Rucki-Zucki. So, und wieder sind wir am Hafen. In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck. So. Da bin ich etwas zu übermütig gesprungen. Ah! Und schon wieder. Egal. Probieren wir es von der anderen Seite. Aber ich fürchte, nein. Ich muss da mit mehr Ruhe rangehen. Genau, so muss das sein. Etwas mehr Ruhe. Da funktioniert das auch. Du hast einen goldenen Pfotenabdruck gefunden. Mal sehen, ob du alle finden kannst. Da hatten wir halt. Genau, da hatten wir alles. Ist ja wieder wichtig, dass wir alle Leckerlis sammeln. 200 sind es in jedem Level. Und die wollen wir ja alle einsammeln, damit wir ein Platin-Leckerli bekommen. So, zack. Du hast die Leckerlis gefunden. So, dann nehmen wir natürlich auch mit. Jedes Leckerli zählt. Und jetzt haben wir wieder unsere tolle Steigung, die hier uns wieder alles abverlangt. Nach unten. Und was haben wir hier? Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die du einsetzen möchtest. Der Presslufthammer! Perfekt! So, weiter geht's natürlich. So.
sammle weitere Leckerlis, die du findest. Rubble kann nicht so weit springen. Wir brauchen Rocky, damit er aus diesen Teilen eine Brücke bastelt. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die du einsetzen musst. Weit sieht die Distanz ja nicht aus, die Rocky da uns überbrücken soll. In Ordnung, jetzt können wir weitergehen. Aber Rocky hat das sehr gut gemacht. So, einen goldenen Pfotenabdruck haben wir schon. Da müsste eigentlich langsam mal ein zweiter auftauchen. Mach weiter und hilf Rubble, den Weg vor uns zu räumen, damit Zuma abtauchen und Wally befreien kann. So. Ach! Tiegenpeter! So, halt die Richtung. So, wir müssen wieder mit. Ach ja. Ihr seht, das ist sehr anspruchsvoll. Ist doch, wenn es ein Kinderspiel ist, recht anspruchsvoll. So, jetzt haben wir aber das letzte Leckerli hier und können endlich weiter. Finde und sammle alle Leckerlis, die du finden kannst. Um das Seil nach links zu ziehen, bewege den linken Stick. Mach schnell! Du musst den Weg passieren, bevor er geschlossen wird. Gute Arbeit! Wir sind fast da! Wähle, welche Fellfreund-Fähigkeit du nutzen möchtest. Gut gemacht! Hilf Rubble, die Felsen an die richtige Stelle zu bewegen. Wieder unsere Wacker-Spezialfähigkeit. Zum Üben geometrischer Formen. Fantastisch! Und ruckizucki haben wir eine Brücke. Und können weiter. Und wie soll das anders sein? Noch ein Hindernis. Ah! Ja, man sollte auch springen. Halt. Ja, das Spiel ist schon recht anspruchsvoll, auch wenn es Kinder ist. Ich erfasse einen goldenen Pfotenabdruck hier irgendwo in der Nähe. Den? Ah, nein. Sammle alle Leckerlis bei einem Einsatz, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten. Jetzt haben wir es hoch geschafft. Recht knapp. Du hast den goldenen Pfotenabdruck. Sammle alle goldenen Pfotenabdrücke, die du finden kannst. Zwei goldene Pfotenabdrücke haben wir. Ich gehe mal stark davon aus, dass noch einer hier zu finden ist. Okay, ist mal was Neues wäre. Wenn der zweite Rettung und zwei Pfotenabdrücke sammeln darf. Welche Fellfreund-Fähigkeit möchtest du? Jetzt machen wir uns nochmal den Weg mit dem Presslufthammer frei. Hoffen, dass auf der anderen Seite des Felsens die letzten vier Leckerlis sind. Und dann kannst du mal übernehmen. So, das sieht doch gut aus. Gute Arbeit. Nachdem Rubble den Weg freigeräumt hat, hilft Zuma, die Stelle im Wasser zu erreichen, an der Wally sich verfangen hat, damit er abtauchen und das Netz zerschneiden kann. Auf geht's! Lass uns weitermachen.
volle Kraft voraus. In der letzten Mission hatten wir eben Basuma. Und jetzt haben wir ihn wieder. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit. Basuma gehört bis jetzt so zu den Vorrunden, die mir im Spiel nicht so zusagen. Perfekt. Einer aus dem Bund, weil er auch mal unter Wasser schwimmt. Und das ist für mich der richtige Graus. Nämlich so eine Gebüsse, da kann man nie viel... Es ist halt schwer, sagen wir es mal so. Sammle weitere Leckerlis, die du findest. So, da... Ich finde auch irgendwie, habe ich das Gefühl, dass Suma meistens die schwersten Strecken bekommt auch. Was der hier für akrobatische Leistung erbringen soll? Naja. So, und schon haben wir die erste Schwimmstrecke. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die du einsetzen möchtest. Achtung, fertig nass werden. Hilf Suma zu schwimmen. Viel Gefühl, drückt mir die Daumen, dass es funktioniert und ich es hinbekomme. Achte auf Fische und Seegras. Wenn du dort hineinschwimmst, wird Suma langsamer. Reite auf den Wasserströmungen. Wir müssen am besten so wenig wie möglich machen, um hier so viel wie möglich abzugreifen. Und mir geht schon wieder das Herz ein bisschen. Das ist Aufregung pur für mich. Du hast einen goldenen Pfotenabdruck gefunden. Sammle alle goldenen Pfotenabdrücke, die du finden kannst. Sammle alle Leckerlis bei einem Einsatz, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten. Fisch mit, damit wir uns nicht viel bewegen müssen. Und schon haben wir das erste Gott sei Dank geschafft. Das ist toll. Und weiter geht es mit Suma. Nachdem ich einmal kurz durchgeatmet habe. Ja. Bewegende Leckerlis sind schrecklich. Wally, das Walross ist direkt vor uns. Mach weiter, damit Suma abtauchen und das Netz zerschneiden kann, in dem sich Wally verfangen hat. Jetzt haben wir es geschafft. Ja, das ist wirklich sehr, 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 sehr tricky. Sammle alle Leckerlis, die du findest, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten, wenn du zur Zentrale zurückkehrst. Hatten wir keine Leckerlis mehr unten? So, dann noch das Boot. Um das Seil nach links zu ziehen, bewege den linken Stick. Mach schnell! Du musst den Weg passieren, bevor er geschlossen wird. Gute Arbeit! Wir sind fast da! Ja, da haben wir wieder... tolle Steigung. So, Gott sei Dank ist der Rückweg recht einfach. Und nicht so anspruchsvoll, aber hoch. Zack, Doppelsprung. Ganz wichtig, haben wir im ersten Level gelernt. Der Doppelsprung. Brauchen wir jetzt. In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck. Finde und sammle alle Leckerlis, die du finden kannst. Nein, was bei der Seite? Ja, doch von der Seite. Du hast den goldenen Pfotenabdruck. Mal sehen, ob du alle finden kannst. So, und dann... Die Vögel sind überall auf dem Weg. Wir brauchen Chase, damit er sie vom Weg verscheucht. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die du einsetzen musst. Suma hätte ja auch wählen können. Aber so kommt Chase. Jetzt können wir weitergehen. Aber so ist wenigstens Chase zum Einsatz gekommen. So, und weiter geht's. Viele Leckerlis haben wir nicht mehr.
15 Stück sind es noch, die wir brauchen. Oh. Wir haben eine weitere Schwimmstrecke. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die du einsetzen musst. Achtung, fertig nass werden. Hilf Zuma zu schwimmen. Das ist doch wieder die pure Aufregung für mich. Achte auf Fische und Seegras. Wenn du dort hineinschwimmst, wird Zuma langsamer. Reite auf den Wasserströmungen. So. Perfekt. Gott sei Dank. Geht ein Stück runter. Gut gemacht. Verwende den linken Stick, um Fischen und Seegras auszuweichen. Ist gar nicht so einfach, Herr Ryder. Du hast einen goldenen Pfotenabdruck gefunden. Gute Arbeit. Du hast alle Leckerlis bei diesem Rettungseinsatz gesammelt. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Du hast es geschafft. Fantastisch. Du hast Zuma geholfen, das Netz zu zerschneiden und Wally das Walross zu befreien. Wally ist so glücklich, wieder ungehindert schwimmen zu können. Gute Arbeit, Paw Patrol. So viele Leckerlis gesammelt, dass du ein Platin-Leckerli erhältst. Du hast alle goldenen Pfotenabdrücke. Und das Bild für diesen Rettungseinsatz freigeschaltet. Du kannst dir die Bilder nochmal anschauen, indem du den Rettungseinsatz hervorhebst und die Y-Taste drückst. Das war jetzt unser 10. Rettungseinsatz mit der Paw Patrol. Und ich kann nur noch sagen, keine Folge verpassen ist ganz leicht. Ein Abo reicht. Ciao!